Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben. Ja, ich begrüße euch zu diesem Video, in dem ich doch mal mit euch so über das Thema Politik, Warnungen und ja, den Geisteszustand oder den Bildungsstand unserer Politiker ansprechen möchte. Merkel stellt sich ja jetzt hin, ja, es würde ja nichts bringen, per SMS zu benachrichtigen, wenn das Mobilfunknetz ausgefallen ist. Folgendes. Es geht ja darum, dass man bei eintretenden Schadensereignissen oder absehbaren Schadensereignissen die Leute vorher warnt, bevor das Mobilfunknetz zusammengebrochen ist. Darum geht es. Es geht nicht um die Nachhinein. Also, da frage ich mich manchmal wirklich so, da scheint irgendwo eine hohle Blase oder so zu sein. Keine Ahnung. Es geht ja darum, dass gewarnt wird, bevor das Ganze passiert und nicht nachdem es passiert ist. Wir haben in Schlebusch auch bis Samstagmittag, Nachmittag kaum Internet- und Handyverbindungen gehabt. Das ist erst am Samstagmittag, Nachmittag wieder zurückgekommen. So, dass ich natürlich in so einer Situation da keinen mehr erreichen muss, weil es ist ja schon passiert. Das dürfte eigentlich jedem klar sein. Die Rettungskräfte, die vor Ort unterwegs sind, koordinieren sich in der Regel über Funk. Und das funktioniert in der Regel auch noch. Was mich gewundert hat, dass weder über PMR noch über CB irgendwie gefunkt worden ist. Also das scheint wirklich komplett auf digital umgegangen zu sein. Aber de facto ist es so, dass sich die Kräfte und per Funk untereinander koordiniert haben. So, auch da ist die Frage, ist das mit dem Digitalfunk vielleicht doch keine so gute Idee? Weil soweit ich es in Erinnerung habe, läuft der teilweise auch übers Mobilfunknetz. Und wenn dieses Mobilfunknetz nicht mehr funktioniert, funktioniert dann der Digitalfunk noch? Weil ich habe in Erinnerung, dass es irgendwas mit SIM-Karten und so, da hat mal ein Video zu gemacht zu diesen Digitalfunkdingern. Ich habe das jetzt aber ehrlich gesagt nicht mehr so wirklich auf dem Schirm. Auf jeden Fall ist es ja de facto so, es gibt Möglichkeiten, sich zu koordinieren. Vielleicht sollte man auch wirklich überlegen, ob man nicht nochmal regionale Funknetze doch aufbaut, auf Basis von CB oder PMR-Funk. Das ist frei verkäuflicher Funk, den jeder kaufen kann. 40-Kanal CB-Funk ist auch gar nicht mal so teuer. Man muss halt nur gucken, dass die halt in Deutschland zugelassen sind, die Geräte. Da habe ich auch damals mal ein Video auf Familienprepper zugemacht zum Thema Funk, Kommunikation. Vielleicht einfach mal wenn euch das interessiert, einfach mal den Kanal Familienprepper suchen. Da ist ein Video drauf, wo es halt um Kommunikation auf kurzen, mittleren und Langstrecke geht, wo halt eben das Thema Funk ein wenig ausgiebiger behandelt worden ist. Könnt ihr mal eure Meinung zu diesem Cell Broadcasting in die Kommentare schreiben? Also, was ihr davon haltet, dass wirklich alle Mobilfunkgeräte, die in einer Zelle drin sind, einfach per SMS gewarnt werden. Ich persönlich denke mal, dass das noch nicht mal was mit Datenschutz zu tun hat, weil, wenn ich dem Funkmast sage, einfach alle Geräte, die bei dir verbunden sind, egal welche Nummer die haben, schick den SMS mit Inhalt XY. Sehe ich jetzt nicht, dass da eine große Datenschutzgeschichte mit im Hintergrund stehen würde. Ich bin Pflegekraft, mit pflegerischen Sachen kenne ich mich natürlich besser aus als mit technischen Sachen. Wenn ihr da irgendwie vielleicht aus dem Bereich kommt und sagen könnt, wie das tatsächlich ist, ob man so ein Cell-Broadcasting, ohne dass man die Nummern haben muss, irgendwie installieren kann, wäre super, wenn ihr das in die Kommentare schreiben könntet. Weil meiner Ansicht nach ist das eigentlich nur ein elektrischer Befehl, sende an alle Geräte Textnachricht XY. Da sehe ich jetzt keinen Datenschutz bei, wenn ich ganz ehrlich bin. Das Gerät registriert ja, ich habe da und da und da und da und da, also da sind ja die Geräte eingeklinkt und dann kann man denen ja eine Meldung schicken. Ob der jetzt die Rückmeldung gibt, ey, ich bin da, oder ey, hier ist eine Textnachricht für dich. Ich glaube, das ist kein großer Unterschied, meiner Ansicht nach. Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare, würde mich interessieren. In dem Sinne, meine Lieben, bedanke ich mich jetzt für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch einen schönen Tag, Nachmittag, Abend, je nachdem, wann ihr das Video seht, und bis zum nächsten, euer Mike.